Hallo, mein Name ist Helmut Klug. Ich möchte mich für Ihr Interesse an unserem Forschungsprojekt bedanken. Im Projekt Corrimer, Cooking Recipes of the Middle Ages, wird die mittelalterliche deutschsprachige Kochrezepttextüberlieferung anhand der Quellen erarbeitet und mit den zeitgenössischen, französischen und lateinischen Rezepten verglichen. In der folgenden halben Stunde möchten wir Ihnen nach einem kurzen Blick auf das Forschungsgebiet unterschiedliche Details unserer Arbeit vorstellen. Das Projekt wird in Kooperation mit einem Team rund um Bruno Lauriou von der Universität Tours umgesetzt. Das Grazer Projektteam sind von rechts nach links Julia Eibinger, Astrid Böhm, Helmut Klug und Christian Steiner. Im Rahmen des Projekts befassen wir uns mit mittelalterlichen Kochrezepten. Innerhalb der Gesamtüberlieferung ist der Umfang der deutschsprachigen Rezepte am größten. Im Projekt werden neben den frühneuhochdeutschen Texten auch die gesamten französischen und lateinischen Kochrezepttexte bearbeitet, sodass ein Forschungskorpus von rund 8000 Rezepten entsteht. Die überlieferten deutschsprachigen Sammlungen sind in der Regel nur sehr schwer zu datieren, die überwiegende Mehrheit stammt aber aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschriften finden sich heute vor allem in Bibliotheken im südlichen deutschen Sprachraum. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf die Schreibdialekte. Der Großteil der Rezepttexte ist in oberdeutschen Dialekten niedergeschrieben. Der durchschnittliche Umfang einer Rezeptsammlung beträgt in etwa 70 bis 80 Rezepte. Innerhalb der Überlieferung gibt es einige wenige Sammlungen mit weit über 200 Rezepten. Aber sehr viele Rezeptsammlungen haben wesentlich weniger als 100 Einträge. Die Herkunft der Sammlungen ist leider nur in wenigen Fällen wirklich genau festzumachen. Noch schwieriger ist es, historische Persönlichkeiten mit den überlieferten Rezeptsammlungen in Verbindung zu bringen. Die Projektpräsentation und die methodische Herangehensweise baut auf den Prinzipien der digitalen Edition auf. Digitale Editionen haben das Ziel, Ergebnisse zu präsentieren, die über die Präsentationsmöglichkeiten des Buches hinausgehen. Sie werden durch ein digitales Paradigma bestimmt. Für das Corrimer-Projekt beginnt dies bei den Basisdaten. Die Quelldateien für alle Derivate unserer Arbeit sind TI-XML-Dateien, die historischen Quellen so detailliert wie möglich beschreiben. Wir streben eine hyperdiplomatische Wiedergabe des historischen Texts an. Die erste Transkription wird manuell mit der Software Transcribus erstellt. Derivate unserer Basisdatei sind zum Beispiel die Textbildsynopse oder die verschiedenen herunterladbaren Versionen des Quellentexts. Dazu gehören die XML-Datei mit den hyperdiplomatischen Daten, XSL-Transformationsdateien oder die Quelle als reiner Text. Für alle Handschriften sind detaillierte bibliografische Metadaten verfügbar. Unser institutionelles Repository GAMS, kurz für Geisteswissenschaftliches Asset Management System, bietet auch eine detaillierte Metadatenübersicht. Die Daten auf der Website sind über eine intuitive und differenzierte Benutzeroberfläche verfügbar, die einen analytischen Ansatz ermöglicht, aber auch interessensgesteuerte Fragestellungen unterstützt. Ein weiteres Derivat unserer Basis-XML-Datei ist der semantisch angereicherte Text. Der gemeinsame Nenner zwischen den Texten in verschiedenen Sprachen sind Zutaten, Werkzeuge und Gerichte. Diese bilden letztlich die Grundlage für einen sprachübergreifenden Rezeptvergleich. Die Annotation der Texte stützt sich auf einen halbautomatischen Workflow mit Python-Skripten und umfangreichen Variantenlexika. Prinzipiell streben wir Goldstandard-Datenqualität an. Das Corrimer Semantic Model ist so konzipiert, dass es für jedes Kochrezept verwendet werden kann, egal ob alt oder neu. Der hier gezeigte Datengraph kann sowohl in TI-XML als auch in RDF-XML übersetzt werden, was zur Speicherung unserer Daten in entsprechenden TripleStore-Datenbanken verwendet wird. Diese Datenstruktur ermöglicht es uns, unsere Daten, also die Zutaten, Gerichte, Werkzeuge, mit Daten aus dem Linked Open Data Universum zu verbinden. Für diese Verknüpfung greifen wir auf die Community-basierte Wikidata Business Datenbank als zentralen Data Hub zurück. Diese Struktur erlaubt es uns auch, die Daten mit semantischen Abfragen zu analysieren, die uns assoziative und kontextuelle Informationen liefern können. Ein Beispiel wäre unser Flavor Data Experiment.
Dazu reicherten wir unsere Zutaten mit Informationen zu Geschmacksmolekülen an, wobei wir sowohl numerische als auch textuelle Informationen zur Verfügung stellten. Mit entsprechend formulierten Abfragen erhielten wir Geschmacksprofile für einzelne Rezepte, hier ein leckeres Senfrezept. Wir assoziierten den Geschmack mit den humoralen Eigenschaften der Zutaten und haben nun Informationen darüber, welche Geschmacksrichtungen wir heute mit den jeweiligen Humoralsäften assoziieren können. Wir können diese Informationen sogar nutzen, um unsere Rezeptsammlungen mit Hilfe von Distant Reading zu erschließen. Hier werden die Geschmacksprofile zweier annähernd gleich umfangreicher Sammlungen dargestellt. Welche Forschungsmethoden wir im Detail anwenden, um die vorgestellten Fragestellungen und die Forschungsfragen des Projekts zu beantworten, werden wir Ihnen in den folgenden Abschnitten näher bringen. Es geht konkret um die hyperdiplomatische Erfassung spätmittelalterlicher Texte. Neben den Koordinaten des Texts im digitalen Faksimile produzieren wir damit hochgradig differenzierte Textdaten. Die Ausgangssoftware ist Transcribus, die einen weitgehend intuitiven Arbeitsablauf ermöglicht. Und mit Hilfe von XSL-Transformationen wird dieser Transcribus-Output in unterschiedliche Zwischen- und Endprodukte transformiert. Aber zu diesen erfahren Sie später mehr. Die Transformationen des Transcribus-Outputs in weitere Formate umfassen zum einen Prozess der Datenbereinigung. Es wird unser proprietärer Transkriptionscode in TI-Code umgewandelt und es gibt unterschiedliche Schritte für mögliche Visualisierungsdarstellung der Daten, entweder als HTML oder als Plaintext. Die grundlegende Idee des Projektes ist es, eine Formalisierung der Daten zu erreichen, sodass die Ergebnisse unterschiedlicher Projekte problemlos miteinander weiterverwendet werden können. Die Grundlage für eine Wiederverwendung der Daten ist eine Systematisierung der Schriftzeichen und der Textauszeichnung. Für die Textauszeichnungen werden in der Regel die passenden TI-Elemente verwendet. Eine Systematisierung der Schriftzeichen ist aber komplexer. Die Hierarchisierung des Zeichensystems orientiert sich am Datenmodell des DigiPerl-Projekts von Peter Stokes. Der beschreibt altenglische Schriften. Für die Beschreibung der Zeichen bei uns wird die mit Hilfe Unicode Font Initiative verwendet. Diese Grafik stellt die Hierarchisierung der Schriftzeichen im breiteren Zusammenhang mit der historischen Quelle dar. Die Hierarchie von Graph zu Graphem bildet das DigiPerl-System zur Zeichenbeschreibung ab. Die Daten der MUFI werden zur Beschreibung der jeweiligen Allographe verwendet. Die roten Kreise bringen Vorschläge für passende TI-Elemente, mit denen die erhobenen Daten modelliert werden können. Für unsere Projektdaten zeigt die schematische Darstellung der Modellierung die Zusammenhänge der Daten im TI-Modell. Diese reicht von der Quellenbeschreibung bis hin zur hierarchischen Zeichenmodellierung. Wie unser System nun in der Praxis ausschaut, zeigt dieses Codebeispiel. Im Codebeispiel über dem Faksimile ist der Text aus der Transkription, 7 ist rot unterstrichen. Darin sind neben der Kürzung auch das Sonderzeichen-Inventar mit dem TI-Element G Glyph annotiert. Das Ref-Attribut verweist auf den jeweiligen Eintrag in der Character Declaration, in der diese Zeichen im Detail beschrieben sind. Diese ist am unteren Ende des Bildes. In dieser Zeichenbeschreibung sind alle Informationen, die für ein Zeichen im Zuge des Workflows benötigt werden, gesammelt. Das reicht vom proprietären Transkriptionscode über eine normalisierte Form bis hin zu den Unicode Code Points. Was im Zuge der Transkription passiert, wird nun meine Kollegin vorstellen. Hallo, mein Name ist Astrid Böhm und ich darf Ihnen jetzt unseren Transkriptions-Workflow und unsere Transkriptionsprinzipien im Detail vorstellen. Für die Transkription der Kochrezepttexte verwenden wir im ersten Schritt Transcribus. Transcribus ist eine Plattform und Software zur automatischen Erkennung und Transkription historischer Dokumente, die von der Universität Innsbruck gegeben wird. Die Software steht zur kostenlosen Nutzung bereit. Die Dokumente, die bearbeitet werden sollen, werden ins System eingespeist und stehen dann dem Owner bzw. dem vom Owner vorgesehenen Nutzerkreis zur Verfügung. Wir verwenden Transcribus nicht zur automatischen Handschriftenerkennung, sondern wir nutzen die Arbeitsumgebung, die diese Plattform bereitstellt. Die Vorteile, die Transcribus für die Transkription in unserem Fall bietet,
sind eine gute Bild-Text-Verknüpfung, eine seitenbasierte Struktur, die Teamarbeit ermöglicht und die Exportmöglichkeit des Transkriptes in XML-TEI. Die Texte werden hyperdiplomatisch transkribiert, das heißt, wir zeichnen in bestimmten Fällen bis auf Teilzeichenebene aus. Die Basistranskription zeigt dabei eine möglichst genaue Dokumentation des handschriftlichen Befundes. Die Transkription erfolgt dann mittels einer eigenen alphanumerischen Codierung. Vorab wurden allgemeine Transkriptionsregeln festgelegt, dazu gleich noch genaueres. Diese Richtlinien gelten für alle Überlieferungsträger. Zusätzlich werden die einzelnen Handschriften vor Beginn der Transkription einer 10%-Studie unterzogen. Das heißt, 10% des Überlieferungsträgers wird vorab für die paläographische Analyse herangezogen. Stellen bzw. Seiten aus dem Beginn, der Mitte und dem Ende des Textes werden dabei auf mögliche Besonderheiten hin untersucht. Dieses Vorgehen ermöglicht dann in Ausnahmefällen eine Adaption der Transkriptionsregeln. Die Ergebnisse dieser Schrift- bzw. Handanalyse münden in einer paläographischen Beschreibung. Diese ist dann wiederum in der Hand-Description der TEI-XML-Datei festgehalten. Ich komme jetzt zu den allgemeinen Transkriptions- bzw. Editionsrichtlinien. Prinzipiell soll die Basistranskription so nah wie möglich am historischen Text bleiben. Das heißt, transkribiert wird alles, was lautliche und Bedeutungsunterschiede ausmacht. Wir verzeichnen Gliederungselemente wie Rubrizierungen, Initialen oder auch Auszeichnungsschriften. Wir transkribieren ebenso verschiedene Abbreviaturen und Revisionen. Bei den Transkriptionsrichtlinien galt es, die Waage zu halten zwischen dem, was nötig ist, was sinnvoll ist und was wir schlicht und ergreifend auch in der Projektlaufzeit leisten können. Denn die Transkription der Texte stellt bezüglich der Projektziele von Coreman nur den ersten Schritt dar, auf dem dann alle weiteren Analysen basieren. Die Gründe, auf denen jetzt die Auswahl der ausgezeichneten Graphe beruht, liegen in der Weiternutzung der gewonnenen Daten. Manche Entscheidungen basieren auf paläographischem Interesse, andere Entscheidungen wurden aufgrund von historiolinguistischen Fragestellungen getroffen oder weil sich kulturgeschichtliche Aspekte zeigen. Wir unterscheiden zum Beispiel verschiedene Buchstabenformen bei A, I, S, R, B und Z, weil unseres Erachtens nach in diesen Daten weiteres Analysepotenzial liegt. Das Gleiche gilt für die Unterscheidungen unterschiedlicher Abbreviaturen. Hier ist das Unterscheidungskriterium allerdings nicht die Form, sondern die Funktion bzw. die Auflösung der Abbreviatur. Wir verzeichnen ebenfalls unterschiedliche Superskripte, gehen aber nicht so weit beim Trema zwischen verschiedenen Formen zu unterscheiden. Also transkribiert wird, dass ein diakritisches Zeichen über einem Vokal steht, aber nicht, ob es sich im Einzelfall um Punkt-, Strich- oder tildenförmige Ausführung handelt. Diese allgemeinen Informationen werden aber in der Schriftbeschreibung festgehalten. Sollte sich vorab bei dieser 10%-Studie Besonderheiten herauskristallisieren, zum Beispiel, dass ein Schreiber konsequent verschiedene Tremata in ganz bestimmten Situationen verwendet, dann lässt sich das System dementsprechend anpassen und für diesen Sonderfall kann man dann auch die Codierung erweitern. Das muss im Einzelfall entschieden werden. Auf den Folien sind einige Beispiele für unsere Auszeichnungen. Was man hier sehen kann, ist das System der proprietären Codierung. Diese Codierung, die aus einer Kombination von Buchstaben, Zahlen und Zeichen besteht, ist frei gewählt. Diese Art der Codierung ist auch dem konkreten Workflow geschuldet. Es ist schlicht und ergreifend schneller, diese Zeichen zu tippen, als zum Beispiel ein Sonderzeichen aus der Symboltabelle zu suchen oder irgendwo heraus bzw. hinein zu kopieren. Egal wie die Codierung jetzt im Einzelfall aussehen mag, zwingend ist natürlich, dass sie kongruent über alle Transkriptionen ist. Zur Codierung der Schriftzeichen kommen in der Transkription noch die Annotation bestimmter Elemente, die auf den Prinzipien dieser Transkriptionsregeln beruhen, die ich schon erläutert habe. Konkret annotiert werden Abbreviaturen, Gliederungselemente wie Textfarbe, Unterstreichungen oder Initialen, Revisionsvorgänge, editorische Rekonstruktionen, wie beispielsweise bei Textverlust durch Schäden am Pergament oder wenn die Schrift in der Bindung verschwindet oder Initialen nicht ausgeführt wurden. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, punktuell oder auch großflächiger Textteile mit Kommentaren zu versehen.
Wer sich die konkrete Codierung in Ruhe ansehen möchte, für den haben wir ein PDF unter dem eingeblendeten Link hinterlegt. Die vollständigen Editionsrichtlinien, die für das Projekt Corema gelten, sind auch schon einsehbar, und zwar auf der Projekt-Homepage von Corema. Auch hier finden Sie den Link auf der Folie. Das XML, das beim Export aus Transkribus entsteht, sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus. Dieses XML wird durch verschiedene Transformationen in das projekteigene Textmodell umgewandelt. Das ist dann die Basis für die späteren semantisch-analytischen Annotationen. Als ich das erste Mal von Corema gehört habe, von der Projektidee, ist eigentlich nämlich nicht Text in meinem Kopf gewesen, sondern genau das, was Sie hier jetzt sehen, nämlich ein Graph. In meinem Kopf hat sich genau das abgespielt, schon die Verknüpfungen der verschiedenen Rezepte, der Entitäten, was wird sich besser anbieten, als Graph gedacht zu werden, als Kochrezepte. Aber wer hat mich auf diese Idee gebracht? Das war dieser Herr, der wird jetzt von meinem Gesicht überdeckt, aber Sie kennen ihn wohl alle, Tim Berners-Lee. Der hat mir beigebracht, in Graphen zu denken, und das wollte ich unbedingt mit diesen Rezepten ausprobieren, und das bietet sich meiner Meinung nach exzellent an. Wir haben es nämlich mit folgenden Entitäten zu tun. Wir haben in den Rezepten Zutaten, wir haben Gerichte, wir haben Kochanweisungen, wir haben Kochutensilien, wir haben Zeitangaben, wir haben Küchentipps, wir haben kulturelle und religiöse Aspekte dabei. Mittelalterliche Rezepte strotzen also nur so vor Semantik. Und das ist einerseits natürlich ein Problem für uns, weil wir diese Semantik aufnehmen wollen und nicht jeden einzelnen Aspekt berücksichtigen können, aber gleichzeitig. Es ist aber auch ein Vorteil natürlich, weil man mit so einer Masse an semantischem Gehalt natürlich sehr gut sich in die Linked Open Data Cloud einbinden kann. Mein Aufgabengebiet im Corema-Projekt ist die semantische Annotation von neuhochdeutscher Rezepttexte. Die semantische Annotation bildet die Grundlage für den Vergleich der verschiedensprachigen Texte des Projekts. In einem ersten Schritt muss die Makrostruktur eines Rezepts ausgezeichnet werden. Und wie das funktioniert, werden wir uns anhand dieses Beispiels anschauen. Hierbei handelt es sich um ein Birnen- oder Steinfruchtpüree. Wir sehen hier das TEI-XML mit der normalisierten Version des neuhochdeutschen Textes. Unser Textabschnitt des Pürees von Birnen- oder Steinobst ist mit einem AB-Element umgeben und die Makrostruktur muss manuell annotiert werden. Das bedeutet, dass wir auch bei jedem AB-Element entscheiden müssen, um welchen Type es sich handelt. Hierbei ist Recipe korrekt, weil es handelt sich um ein Kochrezept. Es gibt aber auch noch andere Attributwerte, wie zum Beispiel Household. Dabei handelt es sich um Handlungsanweisungen zur Konservierung von Lebensmitteln beispielsweise. Die anderen Attributwerte wären hierbei Art Technology, weil wir auch Anweisungen zur Herstellung von Tinte in den Handschriften haben, oder Medicinal, wenn es sich um medizinische Texte handelt, oder Kitchen Tip, wenn der ganze Textabschnitt eigentlich nur ein Hinweis zur korrekten Anwendung verschiedener Küchentechniken ist. Bei der semantischen Annotation werden Bedeutungseinheiten in den Rezepttexten mit ihren entsprechenden Elementen umgeben. Wo immer das möglich ist, sollten TEI-konforme Elemente verwendet werden. Nachdem aber nicht der gesamte Bedarf mit ihnen abgedeckt werden konnte, wurden auch Corema-spezifische Elemente zur Annotation zu den Möglichkeiten hinzugefügt. Wir sehen hier, dass das Title-Element für diesen Textabschnitt bereits vergeben wurde. Und im Title-Element sehen wir auch bereits das erste andere Element, das vergeben werden muss. Nämlich, es handelt sich hierbei um ein Gemüse von Pieren oder von Steinobst. Das bedeutet, wir müssen hier das Element Alternative vergeben, um damit anzugeben, dass hier eine Varianz besteht. Das Alternative-Element besitzt das Attribut Reason. Dieses ist notwendig, weil hier angegeben werden muss, um welche Form der Varianz es sich handelt.
Und wir haben hier eine Varianz in den Zutaten, weil hier besteht die Möglichkeit, Birnen oder eben Steinobst jeglicher Form zu verwenden. Das heißt, wir vergeben hier den Attributwert Ingredient. Beim weiteren Durchlesen begegnet uns ein Item. Das sehen wir in den fronau-hochdeutschen Rezepttexten sehr oft. Und dafür haben wir auch ein Element, ein entsprechendes, nämlich den Opener. Dieser zeigt an, dass die Bedeutungseinheit ein klauselhaftes Eröffnungswort oder eine Eröffnungsphrase ist. Und es gibt auch das entsprechende End-Element, das wäre der Closer, das wäre eine formelhafte Endwendung. Dann, wenn wir weiterlesen, sehen wir hier, nimm Äpfel. Und das führt uns zu unserer Grundeinheit in den Rezepttexten, nämlich der Instruction, also der Handlungsanweisung. Diese kommen mit Abstand am öftesten vor und sie orientieren sich am jeweiligen Verb. Das heißt, die Verben geben hierbei an, wie die Instruction-Elemente verwendet werden sollten. Nimm Äpfel an sich ist also eine Handlungsanweisung und fordert dafür ein eigenes Instruction-Element. Und Scheldi bekommt auch wieder ein eigenes Instruction-Element. Das und als einfache Konjunktion erhält kein eigenes Element. Und Scheldi und legt die in einen Hafen. Und zehand gois feist daran. Auch hier wieder gois feist daran. Also gib Fett dazu, lass das also sieden, auch wieder eine Instruction. Ich habe nun im Rezept weitere Instructions ausgezeichnet, bis ich zu einer Stelle gekommen bin, an der eine alternative Zubereitungsmethode erwähnt wird. Nämlich wird hier davon gesprochen, dass an einem Fasttag die Eier, die verwendet werden, durch geriebenes Brot ersetzt werden sollen. Das bedeutet, hier haben wir eine alternative Zubereitungsmöglichkeit, die wir ebenso auszeichnen werden, nämlich über das Element Kitchen-Tip. Der Kitchen-Tip übersteigt den semantischen Gehalt der zuvor dargegangenen Instructions. Das bedeutet, er ist eigenständig. Und wir werden zusätzlich auch den Fasttag mit dem Element Religion umgeben, um klarzumachen, dass es sich hierbei um eine religiös bedingte Abweichung der Zubereitungsmöglichkeiten handelt. Und darauf folgend sehen wir nämlich noch einen weiteren Kitchen-Tipp. Dieser gibt an, dass dasselbe Mousse in dieser Form zubereitet werden kann von Kütten anstatt von Bieren. Das heißt, hier geben wir auch wieder das Element Kitchen-Tipp um die Bedeutungseinheit herum. Und wir zeichnen erneut das Element Alternative aus und ebenfalls wieder mit dem Reason Ingredient. Ist die manuelle Annotation der Makrostruktur einmal abgeschlossen, kann die automatisierte Annotation der Mikrostruktur erfolgen. Dabei werden die Strings in den XML-Dateien mit den Strings in drei verschiedenen CSV-Dateien verglichen und entsprechend ausgezeichnet. Die drei Elemente der Mikrostruktur sind Ingredient, Tool und Dish und sie beziehen sich auf die drei Bedeutungseinheiten der Zutaten, Werkzeuge und Gerichte in den Texten, anhand derer die Texte des Korama-Projekts miteinander verglichen werden sollen. Nach einer ersten automatischen Annotation werden hier im Webinterface die Rezepte noch einmal durchgelesen und auf fehlende Annotationen kontrolliert. Das bedeutet also, wenn hier Schreibweisen noch nicht ausgezeichnet sind, fehlen sie in den entsprechenden Listen und müssen in diesen noch nachgetragen werden. Wir sehen hier unsere Liste für die Zutaten und hier würden also entsprechende Schreibweisen direkt in der Liste hinzugefügt werden. Und im Anschluss, nachdem man also die gesamte Handschrift noch einmal kontrolliert hat, wird erneut eine automatisierte Annotation durchgeführt. Hier sehen wir also die detailannotierte XML-Datei unseres Rezeptes von vorhin, beziehungsweise von der ganzen BS1-Handschrift. Wir sehen hier auch unsere Zutat, also zum Beispiel die Birne von vorher. Sie trägt einerseits das Attribut en, in diesem findet sich der Attributwert pear, also für die englischsprachige Schreibweise der Birne,
und das Attribut der Commodity. In dieser befindet sich der Attributwert für das entsprechende Konzept auf Wikidata. Auch diese beiden Attribute werden automatisch über die CSV-Listen annotiert. In diesem XML werden jetzt noch verschiedenste Dinge kontrolliert, also zum Beispiel Doppeldeutigkeiten oder Doppelannotationen. Und sobald diese Korrektur abgeschlossen ist, wird nichts mehr automatisch annotiert und das XML-File ist fertig. Wir wollen uns also hier irgendwo in dieser Cloud wiederfinden und wir wollen mit möglichst vielen anderen Projekten, mit möglichst vielen anderen Daten, mit möglichst viel anderem Wissen vernetzt sein und unser Wissen über mittelalterliche Nahrung bzw. mittelalterliche Rezepte verknüpfen. Die Idee ging also dahin zu sagen, es gibt so viele Daten zu Nahrungsmitteln in den Life Sciences, die bereits an die Linked Open Data Cloud angeschlossen sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es unsere Daten, die wir jetzt im CoreMap-Projekt aufnehmen und auch andere Daten aus geisteswissenschaftlichen Projekten, die ähnlich angesiedelt sind. Und wie kann man das möglichst effizient und auch pragmatisch jetzt einmal verknüpfen? Und da springt Wikidata natürlich ins Auge. Mussten wir uns fast damit beschäftigen. Und es hat sich dann so ergeben, dass Wikidata wirklich als zentraler Data Hub quasi für uns genutzt werden kann. Und wir eben somit es bewerkstelligen, unsere Daten und Daten aus vielen anderen Bereichen, unter anderem eben aus den Life Sciences, auf Wikidata zu verknüpfen und somit eine zentrale Anlaufstelle für unsere gemeinsamen Daten haben. Als ein Beispiel für eine solche Ontologie aus den Life Sciences, die bereits an die Linked Open Data Cloud angeschlossen ist, möchte ich hier FoodOn nennen. Für uns besonders relevant, da diese Ontologie alle Entitäten repräsentiert, die irgendeine Art von Ernährungsfunktion haben. Sie kategorisiert also Nahrungsmittel und alle Verarbeitungsprozesse der Nahrungsmittel. Es sind alle Materialien in natürlichen Ökosystemen und Nahrungsnetzen enthalten. Und ganz wichtig auch für unsere Spielräume, die wir haben wollen in unserem Projekt, sie beinhaltet ernährungsphysiologische und chemische Inhaltsstoffe und Verfahren. Insgesamt über 28.000 Klassen, 84 Properties. Sie sehen also genau, wo der Fokus bei dieser Ontologie liegt, nämlich wirklich auf der Erfassung von allen Entitäten, die irgendwas mit Ernährung zu tun haben. Hier sehen Sie das Datenmodell von FoodOn, das natürlich auf die moderne Nahrungsmittelindustrie ausgelegt ist. Es geht also auch um moderne Nahrungsmittelprodukte, von denen werden natürlich die Nahrungsmittel abgeleitet, wie Sie hier sehen. Und genau solche Details aus dieser Ontologie sind für uns auch äußerst hilfreich, obwohl wir es mit Rezepten aus dem Mittelalter zu tun haben und nicht mit modernen Nahrungsmitteln. Weiters hilfreich ist auch natürlich die Systematik von Organismen, dass wir ausgehend von einem Nahrungsmittel Informationen dazu bekommen, welche Moleküle, welche Geschmacksmoleküle hier vorliegen und so weiter. Also wir können da ganz tief reingehen in das Nahrungsmittel, auch wenn wir jetzt Pflanzen oder Tierteile haben, können wir diese mit Hilfe dieser Ontologie beschreiben. Es ist auch ganz wichtig, um tiefer in die Materie eintauchen zu können. Und hier noch die sogenannten Food Transformation Processes, also alles, was mit dem Lebensmittel passiert, wenn es gekocht wird, wenn es aufbewahrt wird, wenn es in irgendeiner anderen Form behandelt wird, was passiert dann mit dem Lebensmittel? Das verändert sich natürlich, das lässt sich mit Hilfe dieser Ontologie ausdrücken. Auf dieser Folie zu sehen ist, dass FoodOn definitiv nicht nur für sich alleine steht, sondern angeknüpft ist an ganz viele andere Ontologien. Einerseits
importiert Food-On schon von sich aus sehr vielen anderen Ontologien-Konzepte und exportiert auch seine eigenen Konzepte an andere Ontologien. Also die Verknüpfung ist hier schon ganz stark vorhanden. Und genau das ist ja auch die primäre Idee von Linked Open Data, und es wird hier in den Life Sciences auch schon gelebt. Und das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Man kommt also ausgehend von einem Konzept an ganz anderes Wissen, das gar nichts mit der eigenen Domäne zu tun haben muss. Aber man kommt viel tiefer rein in Wissen, ausgehend von beispielsweise einer einzigen Lebensmittelzutat. Kommt man eben hin zu der Anatomie von Tieren, ganz wichtig zu den chemischen Prozessen, man kommt zu den Molekülen, man kommt zu Umweltfaktoren und so weiter. Es ist also wirklich ein riesiges Wissen vorhanden, das angezapft werden kann, und das ausgehend von nur einer Lebensmittelzutat und einem Konzept in Food-On. Nun kommen wir dazu, wie wir in Graz in unserem Projekt konkret technisch diese Verknüpfungen herstellen. Und zwar benutzen wir hierzu ein Tool namens OpenRefine, kennen wahrscheinlich viele von Ihnen früher unter dem Namen Google Refine, ursprünglich also von Google entwickelt, dann aber an die Community freigegeben und nun als Open Source verfügbar und wird auch tatsächlich ständig weiterentwickelt, und die Community ist relativ groß dahinter. Ursprünglich eigentlich ein reines Datenbereinigungsprogramm, ist im Laufe der Zeit eine Funktion dazugekommen, die immer zentraler wird, sogenannte Reconciliation-Prozess. Mit Reconciliation ist gemeint, dass Verbindungen zu unterschiedlichen Datenbanken realisiert werden können, also hergestellt werden können, und zusätzliche Informationen aus diesen Datenbanken nun in unserem eigenen Datensatz verfügbar werden. Standardmäßig integriert ist die englische Version von Wikidata, also die englischen Labels und Bezeichnungen in Wikidata können standardmäßig schon abgefragt werden in OpenRefine. Es gibt viele weitere Services, die auch bereits verfügbar sind, wo man also nur die URL rausfinden muss, und man kann sofort diese Services in OpenRefine einbauen und die entsprechenden Daten abfragen. Jetzt als Beispiel nur die alle anderen Sprachen in Wikidata, einfach indem man hier dieses Kürzel austauscht. Und hier die GMD hat auch einen Reconciliation Service für OpenRefine gebaut. Nur als Beispiel, viele weitere, VIAF und so weiter. Das gibt es alles schon. Es ist auch relativ einfach möglich, seinen eigenen Reconciliation Service zu bauen. Entweder auf Basis von Sparkle oder auf Basis einer REST-Schnittstelle. Der eigentliche Reconciliation Prozess in OpenRefine ist passiert nicht auf Sparkle. Früher war das der Fall, aber wegen den Problemen, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die Sparkle mit sich bringt, Ausfallprobleme und so weiter, passiert das Ganze jetzt auf einer REST-Schnittstelle, die völlig ohne Sparkle auskommt. Wir konkret in Graz machen jetzt unser Alignment zwischen den französischen und den österreichischen Daten mit diesem Tool. Hier sehen Sie einen Screenshot aus OpenRefine, wie das Ganze aussehen könnte. In unserem konkreten Fall war die Ausgangsdatei ganz simpel eine CSV-Datei aus einem Vorgängerprojekt, wo wir frühneuhochdeutsche Pflanzennamen bestimmt haben. Und in diesem Fall einfach die Spalte frühneuhochdeutsch, modernes Deutsch, Englisch und der wissenschaftliche Pflanzenname. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns, denn für den Reconciliation-Prozess macht es natürlich am meisten Sinn, eine solche standardisierte Bezeichnung zu haben, da das Ganze auf einem String-Abgleich basiert. Und mit diesem wissenschaftlichen Pflanzennamen haben wir im Fall von Wikidata, in diesem Fall egal welche Sprache, natürlich sehr gute Chancen, diese Verknüpfung automatisch herstellen zu können. Und somit
haben wir hinter diesen Pflanzennamen auch die ganzen Informationen, die Sie jetzt auf Wikidata auch finden würden, in unserem Datensatz integriert und können diese Informationen zusätzlich abrufen. Und wir haben natürlich auch alle weiteren Links, die von Wikidata rausgehen an andere Ontologien und Datenbanken, auch hier schon verzeichnet und können damit arbeiten. Auf dieser Folie nochmal für Sie zusammengefasst, der Workflow für die Linked Open Data Anbindung. Also wie erwähnt, Reconciliation Alignment passiert via Open Refine. Wir haben dann als Datenbasis einerseits unsere Transkriptionen tief annotiert im TI und andererseits CSV-Files mit unseren Entitäten. Also Zutaten, Gerichte, Kochutensilien und so weiter. Diese Entitäten haben wir in den Ausgangssprachen, also Frühneuhochdeutsch, Mittelfranzösisch, Latein und ganz wichtig, wir brauchen die Wikidata-ID, das ist im Reconciliation-Prozess hinzugefügt worden. Und auf Basis dieser CSV-Files erledigt nun ein Python-Script die XML-Annotation auf Basis von String-Matching. Wir sehen also hier, das wird im XML annotiert. Das ist ein Customized Odd im TI. Und somit haben wir im TI alle Informationen, die wir brauchen, um das weiter zu verarbeiten. Natürlich muss dieses XML-Dokument kontrolliert und korrigiert werden, allein schon aufgrund der Disambiguitäten, die es geben kann in den CSV-Files. Alle möglichen anderen Fehler, die in diesem semi-automatischen Prozess passieren, müssen natürlich korrigiert werden. Und das passiert eben mit Hilfe der HTML-Repräsentation, damit es leichter wird. Wir spielen die Daten dann in unser Repository ein und dann wird daraus ein digitales Objekt, das einerseits aus dem Basisdatenstrom TI besteht. Andererseits werden RDF-Daten extrahiert direkt aus diesem TI. Diese werden in unserem Triple Store, in unserem Fall Basegraph, gespeichert. Und dann können wir beginnen, mit Hilfe von Sparkle unsere Analysen drauf zu fahren, unsere Forschungsfragen zu stellen und hoffentlich beantwortet zu bekommen. Dadurch, dass wir unsere Ausgangstexte bis auf Zeichenebene annotiert haben, können wir Fragen beantworten, wie zum Beispiel sich paläographische Besonderheiten in den Handschriften verteilen, beziehungsweise in welcher Kombination sie vorkommen. Wir können Fragen zum Geschmack der Rezepte des Mittelalters beantworten, indem wir Verknüpfungen zu Geschmacksmoleküldatenbanken hergestellt haben. Wir können geografische Informationen und Informationen zu Dialekten aus unseren Handschriften nutzen, um diese Daten als Karte zu visualisieren. Wir können durch die Anbindung an eine Datenbank zur humoralen Qualität der Zutaten eine Übersicht dieser diätetischen bzw. medizinischen Informationen der Rezepte bieten. Wir können natürlich Häufigkeitsstatistiken anstellen und zu guter Letzt können wir die Rezepte natürlich auch nachkochen, was im Verein Kulimar an der Uni Graz auch tatsächlich passiert. Im Zuge des laufenden Forschungsprojekts können wir einige der wichtigeren Fragen zur mittelalterlichen Kulinarik beantworten. Allerdings ergeben sich aus einzelnen Experimenten und vor allem aus den generierten Daten neue Aufgaben, die wir in weiteren Projekten lösen möchten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sollten Sie Fragen zu unserem Projekt haben, können Sie sich gerne über die hier gezeigten E-Mail-Adressen direkt an uns wenden.